liebe Freunde auf YouTube. Heute möchten wir euch zeigen, wie man an einer Vespa GTS 300 HPE die Reifen bzw. Felgen wechselt. Dazu haben wir natürlich auch schon etwas vorbereitet. Wir haben hier den Karton mit den neuen gelieferten Felgen. Die machen wir jetzt mal auf. Die sind heute per Post gekommen. Und diese Felgen sehen dann so aus. Ja, und wie das dann ausschaut, das sehen wir jetzt hier. Damit wir also die Räder schneller wechseln können, bereiten wir unser Werkzeug vorab schon mal auf die Werkbank vor, damit wir diese dann auch schneller griffbereit haben. Nachdem also alle Werkzeuge vorbereitet wurden, lösen wir zuerst das Vorderrad mit einer Rätsche und einer 6er Imbusnuss. Dann schnappen wir uns das neue Rad, setzen es richtig an und fixieren erstmal von Hand die Schrauben an der Vorderachse. Um das Vorderrad fachmännisch zu sichern bzw. die Radmuttern korrekt zu befestigen, benötigen wir nun einen Drehmomentschlüssel und ziehen diese mit 23 Newtonmeter fest an. Dabei gilt zu beachten, dass das Vorderrad mit Hilfe der Vorderradbremse fixiert werden muss. Wenn wir nun ein deutliches Klicken im Drehmomentschlüssel hören, wissen wir, dass die Radmuttern fest genug sind. Nachdem dieser Schritt erledigt ist, wenden wir uns nun zum Hinterrad. Hierbei muss zuerst der Auspufftopf oder Endtopf entfernt werden. Dieser ist in diesem Fall von Aero und nur mit einer Feder am Krümmer befestigt. Ebenso gilt es, die beiden Schrauben vom Auspuff, die am Träger befestigt sind, zu lösen. Nachdem alles gelöst ist, lässt sich der Endtopf lösen und man sieht am Krümmer dann auch den Katalysator. Nun sehen wir an der Hinterachse einen Splint. Dieser muss entfernt bzw. aufgebogen werden. Das ist eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme und muss nach jedem Radwechsel erneuert werden. Um das Hinterrad nun lösen zu können, benötigen wir eine 24er Nuss. Wichtig hierbei, das Hinterrad an der Hinterradbremse feststellen. Mit einem 25er Torx lösen wir das ABS-Sensorkabel. Dieses schwarze Kabel sorgt dafür, dass in einer Extremsituation das ABS auslöst, wenn es zu einer Vollbremsung kommt. Ebenso brauchen wir jetzt noch eine 8er Nuss mit einer kleineren Rätsche. Am besten eine Rätschenverlängerung nutzen, um besser an die Schraube zu kommen, weil die hintere Schraube etwas durch den Krümmer verdeckt ist. Mit einer 17er Nuss nun das Federbein unten lösen. Jetzt ist auch der Radhalter gelöst.
Mit einer 6er Imbusnuss lösen wir nun das eigentliche Hinterrad von der Hinterachse bzw. Radnarbe. Am Hinterrad befindet sich nun noch das kleine silberne Kübler Tonrad. Dieses müssen wir ebenso lösen und vom alten Rad auf die neue Felge montieren. Oftmals kommt es vor, dass die Schrauben festgefressen sind. Deshalb bitte vorsichtig lösen und eventuell bei Bedarf WD-40 oder ein Schmiermittel benutzen. Das Tonrad ist zuständig für das ABS und ASR und deshalb sehr wichtig. Unterhalb des Tonrades befinden sich Unterlagscheiben. Diese bitte nicht vergessen und beim neuen Rad wieder einbauen. Da wir jetzt genau die Hälfte erreicht haben, gilt es nun, den gesamten Vorgang in umgekehrter Reihenfolge wieder alles einzubauen. Nachdem die Zentralradachsenmutter von Hand auf das Hinterrad befestigt wurde, wird diese nun mit 120 Newtonmeter angezogen, bis man ein deutliches Klicken einmal hört. Den neuen Splint nicht vergessen. Die Stoßdämpfermutter wird mit einem vorgegebenen Richtwert von 33 bis 41 Newtonmeter angegeben. Wir nehmen hierbei 40 Newtonmeter. Beim Einbau des Endtopfes bitte den Katalysator nicht vergessen. Nach etwa 50 Kilometer sollte man auf jeden Fall nochmal die Radmuttern kontrollieren und bei Bedarf nachziehen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, gib mir doch bitte einen Daumen hoch und abonniere den Kanal.